Der wohl wichtigste Treiber für die Märkte sind die Verkaufszahlen von Thanksgiving von gestern in den USA. Aber das war eine Party auf Pump und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Die Zahlen sehen erstmal gut aus. Wir dürften Online-Umsätze gesteigert haben zum Vorjahr. Thanksgiving knappe 17%. Die Einzelhandelsumsätze insgesamt gestiegen wohl im Vergleich zum Vorjahr nach ersten Zahlen zwischen 3,6 und 4,0%, was man bisher so hört. Das war im Vorjahr allerdings auch so zum wiederum Vorjahr. Also man bleibt sich hier gewissermaßen treu und steigt so an die 4%, was den Konsum betrifft. Warum kann dieser Konsum doch steigen, obwohl die Amerikaner derzeit, also zumindest in den letzten drei Monaten, Einkommensverluste verzeichnen, reale Einkommensverluste, weil die Reallöhne, also praktisch die Löhne abzüglich Inflation, sogar seit drei Monaten rückläufig sind. Warum kann man also so wunderbar konsumieren? Weil das Ganze eben auf Pump läuft, weil eben die erstens Aktienmärkte auf Allzeithoch sind und vor allem die Hauspreise auf Allzeithoch sind, permanent gestiegen sind, und damit werden die Amerikaner nicht nur auf dem Papier reicher, sondern sie bekommen auch von ihrer Bank deutlich mehr Kredite, und diese Kredite werden dann eben wiederum in den Konsum gesteckt. Und nicht zufällig hat die Fed in ihrem Protokoll am Mittwoch davor gewarnt, ja, wenn also die Asset Prices, also zum Beispiel Aktienmärkte, zum Beispiel auch Immobilienpreise, wenn die nach unten gehen würden, dann hätte das durchaus starke Folgen für die Wirtschaft, nämlich negative Folgen. Und genau das ist das Problem. Wir haben hier im Prinzip so ein Schneeballsystem, das immer dicker wird. Einerseits steigen die Aktienmärkte, andererseits steigen die Immobilienmärkte. Dadurch wird mehr Geld ausgegeben, dadurch kann mehr Geld ausgegeben werden. Und das Ganze geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht, bis also die Aktienmärkte irgendwann auch mal fallen. Hurra! Man glaubt es ja kaum, dass das überhaupt irgendwann mal möglich sein könnte, und dann eben möglicherweise auch die Immobilienpreise fallen, denn da steigen zwar die Preise ständig, aber die Leute können sich das perspektivisch nicht mehr leisten. Ein Phänomen, das wir in Deutschland übrigens auch schon haben, in einigen Großstädten, wo die Preise teilweise rückläufig sind, einfach weil man hier übers Ziel hinausgeschossen ist und diese Zahlen im Grunde nicht mehr stemmbar sind für viele Leute. Das ist also die Logik, hinter der dieser Konsumrausch, diese Party auf Pumpe stattfindet an Thanksgiving. Aber die Zahlen sind gut, und wahrscheinlich werden die Aktienmärkte sich sagen, die Zahlen sind doch gut, da können wir uns doch freuen, alles ist schick. Und daher steht zu vermuten, dass die Wall Street durchaus positiv heute in diesen Tag gehen wird, denn es ist schlichtweg so, dass man jetzt auch saisonal in einer sehr günstigen Zeit ist. Diese günstige Saisonalität ist besonders Ende November. Die ersten zwei Dezemberwochen sind meistens dann nicht so gut, und möglicherweise kommt in diesen ersten zwei Dezemberwochen eben Entscheidendes auf die Märkte zu. Einerseits mit der möglichen Entscheidung über die Steuerreform im Senat. Selbst wenn der Senat ja zustimmt, muss das Ganze noch zu einer Kompromissformel zusammengefasst werden zwischen Abgeordnetenhaus und Senat. Aber die entscheidende Hürde ist eben der Senat. Und es steht die Anhebung der Schuldengrenze an, die bis 8. Dezember angehoben werden muss. Also ist meine Logik, es dürfte wohl weiter nach oben gehen, vor allem jetzt noch im November, vor allem Ende November, und dann Anfang Dezember wird schwieriger, wenn die Verunsicherung steigt. Was macht der Senat? Was passiert da bei der US-Schuldenobergrenze? Das ist zumindest ein Fahrplan, der in den letzten Jahren funktioniert hat. Ob er diesmal funktioniert, ist natürlich immer eine andere Frage. Aber die Amerikaner sind Freunde der Statistik und halten sich eben meistens auch an eben diese Statistik. Schauen wir uns mal die asiatischen Dinge an. Da sehen wir den Nikkei, der ins Plus gedreht hat, war negativ. Jetzt aber wieder Yen-Schwäche. Das hilft ein bisschen. Man hat bessere Laune, vielleicht auch durch die Zahlen von Thanksgiving in den USA. Mitsubishi jetzt im Verdacht, auch eigene Produktzahlen, Kennziffern gefälscht zu haben, wie Kobe Steel einst. Wir sehen, in Shanghai dauert die Schwäche an, minus 0,5%. Da gab es ja am Vortag diesen ziemlichen Crash in China mit Verlusten der verschiedenen Indizes zwischen 2,3 und knapp über 3%, weil die Unternehmensanleihen stark steigen, die Risikoprämien derselben und Geld teurer wird. Wir haben den Hang Seng, der wieder ins Plus tritt, und Australien ganz leicht negativ. An Terminen haben wir heute nicht furchtbar viel, aber interessant ist, den IFO-Index um 10 Uhr gestern, ja, war sozusagen der Market Mover. Diese wirklich sehr, sehr starken Einkaufsmanager-Indizes, vor allem aus Deutschland und Frankreich, die gezeigt haben, dass vor allem die deutsche Wirtschaft zu heiß läuft. Die Unternehmen kommen kaum hinterher mit den Lieferungen, und da muss sozusagen langsam mal Abkühlung her.
Aber wie auch immer, der DAX hat davon profitiert und sich deswegen gut halten können. Die US-Märkte heute mit so einem halben Tag, also bis 19 Uhr geöffnet, rein in die Charts. Was wird das bedeuten? Schauen wir uns erstmal hier den DAX an, wie er sich gestern präsentiert hat. Und da ist Erstaunliches passiert. Der Index hat an einem US-Feiertag eine Spanne von 150 Punkten von hoch zu tief gemacht. Kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal passiert ist. Glaube ich, Martin Luther King Day im Jahr 1723 oder ähnliches. Damals krachte ja der DAX massiv nach unten, nachdem Société Générale einen Händler hatte, der extrem long in DAX Futures war und dann raus musste. Ich glaube, der DAX hat 7-8% damals verloren an einem US-Feiertag. Man kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Société Générale übrigens die einzige Bank, die jetzt nicht höhere Kursstände für den S&P 500 für das nächste Jahr prognostiziert. Alle anderen sind euphorisch und denken, die ganze Geschichte geht auch in 2018 weiter nach oben. Jetzt werden wir demnächst dann die DAX-Kursziele der verschiedenen Banken hören und ich wette, die liegen alle um und bei 14.000, weil keiner irgendwie sich aus dem Fenster lehnen will. Schauen wir uns das größere Chartbild an im DAX. Sehen wir, naja, da kann man nicht viel zu sagen. Unten die 12.850, 40er Zone entscheidend, oben die 13.100. Gehen wir über die 13.100, dürfte die ganze Geschichte positiv werden. Gehen wir hier drunter, wird die Geschichte negativ. Wir dürften um und bei 5 bis 10 Pünktchen höher reinkommen. Also so im Bereich 13.010, 13.015 Punkte zur Eröffnung. Aber der DAX bleibt schwach. Hier mein allseits beliebter Chartvergleich. Der französische Leitindex und der deutsche Leitindex. Und wir sehen die Franzosen deutlich besser. Das gleiche gilt ja auch für den S&P 500, der schwarze Chart, der orange, der DAX. Das heißt, wir haben hier doch ganz erhebliche Bewertungsabschläge. Die haben wir auch in China. Hier zum Beispiel der China 500, der am Donnerstag ja ziemlich crashte mit dem größten Tagesverlust seit Juni 2016. Aber jetzt sehen wir ein bisschen Erholung wieder. Möglicherweise kommt hier ein bisschen Beruhigung rein, wird Peking wieder ein bisschen den Wasserhahn aufdrehen. Schauen wir uns ganz kurz die US-Indizes an, S&P 500 fast am Allzeithoch. Wir sehen, den Dow würde aktuell bei 23.545 getaxt werden. Der Nasdaq ist fast auf Allzeithoch, der Euro hält sich gleichwohl bei 1,1850, da ist nicht viel passiert. Gestern die starken Daten aus der Eurozone, hier die Einkaufsmanager-Indizes 1,1860, dieses Verlaufshoch, das wird zu beachten sein. Wir sehen nach wie vor ja diese negative Korrelation, die sich jetzt ein bisschen aufzulösen scheint. Der Euro ist weiter nach oben gegangen und der DAX ist nicht gefallen. Das war auch ein erstaunliches Phänomen gestern. Wir sehen eine Erholung bei Dollar-Yen. Da ist also wieder ein bisschen Risk-On offenkundig angesagt, aber wir sehen, dass der Dollar-Index davon nicht wirklich profitieren kann, der ja am Tag der Fed, also am Mittwoch, den schlechtesten Tag seit Anfang September hatte. Wir sehen, dass Gold wenig verändert ist bei 1292, Silber 17,14 $ und Öl kann sich weiter halten im Vorfeld der OPEC-Entscheidung. Ignoriert schlechte Nachrichten wie die Warnung des russischen Wirtschaftsministers Oreshkin, der gesagt hat, diese Produktionskürzung für Öl, die schadet unserer Wirtschaft. Das will man alles derzeit nicht hören. Der Ölmarkt will anscheinend nach oben. Will der DAX nach oben? Große Frage. Meine These ist, es ist eine These, eine Theorie, eine Möglichkeit, dass die Wall Street heute positiv sein wird, weil man sagt, okay, Thanksgiving war doch gut, niemand wird die Frage stellen, wie fragil dieses Schneeballsystem ist, also wird man weitergehen, werden die Aktienmärkte in den USA bis Ende November weiter steigen und dann im Dezember kommen die Schwierigkeiten, dann wird es haarig, dann werden Weichenstellungen in Sachen Politik und eben Steuerreform, Schuldenobergrenze passieren, die von großer Bedeutung sind und die Märkte nervös werden lassen, so muss es heißen. Und dann ist plötzlich eine ganz andere Situation. Noch aber ist es nicht so weit und deswegen wünsche ich jetzt einen schönen Freitag Ihnen. Bis dann, ciao.